Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich hab den. Wollen wir mich heraus? Ah, ist dein Durst auch so groß? Schütte schneller runter als ich, dann gewinnst du. Ne. Ah, traust du dich nicht? Hast du etwa Angst? Ja, aber ich habe Angst vor Bier. Ich würde selbst Tor unter den Tisch trinken. Entführen? Achso, nee, das fällt doch nicht an. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Blitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Bassim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Ach, Bassim. Was soll ich denn tun? Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Jetzt lerne ich die Grundgriffe eines Assassinen. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Habe ich schon oft geschafft in den anderen Assassin's Creed Teilen. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Ach, deswegen Misstrauengebiet da hinten, ach so. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Hab ich doch. Aber wie zieht man die denn sonst über? Magen trinkt nicht gern. Ich habe noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Eivor, du feiges Stück Scheiße!
Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alreks Dalie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Schade. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Na, ja, gehen wir zu Sigurd. Das hat nicht so gut funktioniert. Also in so einem Misstrauensbereich setzt er auf jeden Fall automatisch die Kapuze auf. Das finde ich mal sehr gut. Weil ich genau weiß, dass ich sowas wieder vergessen würde. Ja, richtig. Was laberst du? Wo ich noch rein? Irgendein Eingang, oder? Ah, lol. Hi. Guten Tag. Es schmerzt mich aber. Er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter. Ich hasse lange Reden. Wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornie euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison. Du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmahl. Du hast Kjötvi getötet.
Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Ich muss das wählen. Schicke ihn nach Hehe, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen Troll wie ihn. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. Schade. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort! Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn, und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Ein Krieger wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Ich bin keine Gefahr, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Wie gemein? Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter. Und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Das ist mies. Die Drohung des Schicksals. Was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Ich bin direkt neben dir, du Affe. Zeig mir, was vor uns liegt. Und da ist ein Schmied. Geh da immer hin. Ich bin da immer hin. Und ich muss meinen Bruder finden. Der wird irgendwo hier sein. Das werden wir uns entgegen. Diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft.
Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Als erstes werden sie Steuern fordern. Schon bald danach werden sie in unseren Häusern leben. Bitte deine Zunge, sie könnten dich hören. Mir doch egal. Wenn die Arme nach unseren Schocken, schneide ich ihnen ein paar Leute. Der Schmied. Ah. Wie kann ich helfen? Oh, ich kann sogar verbessern. Ich bin, dann würde ich lieber gerne das verbessern, aber geht das nicht? Weil ich, ach so. 1 und 1. Einmal die beiden in. Ich kann den Bogen immer noch verbessern, ne? Warum kann ich den eigentlich verbessern? Ich habe doch gar keine Materialien mehr. Ich mach's einfach mal. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, du bist jetzt erlöst. Und ich werde bereit sein, wenn du mich brauchst. Das ist sehr nett von dir. Du dumme Elster, und dich mit einem kleinen Soldaten zurücklassen, den du alleine großziehen musst. Setz dich doch. Lass uns spielen. Ich glaube, das ist ein Langhaus drin, wahrscheinlich, ne? Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Ich verstehe deinen Einwand. Dann überlass Kjötvis Schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen.
Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Tschüss. Alles klar, sprich mit Sigurd am Hafen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.